steht heute infolge des Kalten Krieges im Ehrenhof des Schlosses Charlottenburg. Rathausbrücke heißt sie heute, weil sich das neue Rote Rathaus nicht weit von hier befindet. Der Name leitet sich übrigens nicht von der roten Politik ab, sondern es wurde aufgrund des roten Klinkers, aus dem es erbaut wurde, so getauft. Die bronzene Reiterskulptur links zeigt den heiligen Georg als Drachentöter. Ein Synonym für den Kampf zwischen Gut und Böse. Der Drache steht laut preußischer Interpretation für den durch die Befreiungskriege besiegten Napoleon. Die Brücke vor uns, die Mühlendammbrücke, ist der ursprünglich älteste Spreeübergang und verband Köln, wohlgemerkt mit C und Doppel-L, und Berlin miteinander. Erst 1709 wurden die beiden Städte zur Haupt- und Residenzstadt Berlin vereinigt. Bis ins 15. Jahrhundert hinein lebten dort wohlhabende Fischer und Schifffahrtsleute. Hier entstand auch das typische Zinnemägel. Der Berliner Künstler Heinrich Zinne fand hier viele Motive für seine Zeichnungen und Fotografien. Dann begann der langsame Abstieg. Und im 17. Jahrhundert war die Fischerinsel nur noch das arme Leutequartier der Stadt. Schließlich Hochhäuser auf der Insel errichtet.